Servus YouTube. Kommen wir gleich zum Main Event, nämlich zu des Zockers Füllhorn. Hat ja mal wieder super geklappt. Also, der Weltraum, unendliche Weiten und dann kommt irgendwas, das total blöd rumballert, wie bei Delta Star. Ich spare mir eine pseudophilosophische Einleitung und sag mal, heute geht's um Weltraumshooter. Und ja, ihr wisst, es gibt auch heute noch welche und damals gab's welche. Wir gucken uns jetzt an, wie die damals aussahen. Also gucken wir doch einfach mal. Asteroids ist ein ganz altes Spiel. Genau gesagt aus dem Jahr 1979. Voll alt, gell? Zunächst kam es nur als Automat auf den Markt und war schon damals sehr erfolgreich. Inzwischen dürfte es auf jedem Heimcomputer und jeder Konsole der 16-Bit-Ära irgendein Asteroids-Clone gegeben haben. Hier seht ihr das Spiel Egaroids für MS-DOS. Was gibt's viel zu sagen? Ihr kennt das Spiel ja wohl. Man steuert ein lustiges Weltraumdreieck durch eine Galaxie und schießt wie wild auf herumfliegende Asteroiden oder UFOs. Das Ganze gab's die meiste Zeit in gewohnt simpler Grafik und gewohnt komplizierter Steuerung. Aus heutiger Sicht ist das Spiel natürlich längst überholt und zeitlos ist bestenfalls das Spielprinzip. Man kann nicht so weit gehen, dass man das Spiel als schlecht bezeichnet. Aber ich würde zumindest sagen, dass sich der Spielspaß in Grenzen hält. Federführend und innovativ, aber in seiner Urform dann doch irgendwie zu altbacken. Scorpio für den Amiga ist eine nette Adaption im klassischen Sinne von zum Beispiel R-Type. Man steuert sein Schiff vertikal, sammelt Items, weicht Hindernissen aus und gibt seinen Gegnern volle Lotte aus der Raumschiffkanone. Problematisch ist, dass ich seit längerem keinen Joystick mehr habe, dessen Buchse nicht gerade so groß ist wie ein handelsüblicher Toaster. In Ermangelung dessen muss ich auf meinen Ziffernblock zurückgreifen und das ist leichter gesagt als getan. Zur Wahl steht die Einhänder-Schieß- und Lenkmethode. Oder die zweihändige 456+82-Methode, die verschwurbelte Überkreuz-Brezelfingerhaltung oder der linksgeschützte Fußpedalansatz. Mit keiner Methode lässt sich die Funktion eines Joysticks auch nur ansatzweise vernünftig simulieren. Zumal mein Amiga-Emulator maximal zwei Tasten auf einmal erlaubt. Wenn ich also Dauerfeuer gebe, und das muss man in diesem Spiel, kann ich nicht diagonal fliegen. Nein, das ist jetzt keine faule Ausrede für mein extremes Sacken, was ihr hier gerade seht. Schade aber eigentlich, das Spiel ist nämlich echt gut. Schön umgesetzt, mit tollen Bossen und einer annehmbaren Spieldauer mit herausforderndem Schwierigkeitsgrad. Auch wenn man es jetzt nicht ahnen würde, aber mit Joystick ist das Spiel wirklich gut. Echt jetzt? Ja, da fällt mir doch gerade noch was ein. Auch Rambler Assault ist ein gutes Spiel, das man aber unbedingt mit Joystick spielen muss. Die Flugpassagen sind mit der Maus nahezu unschaffbar. Die Steuerung ist viel zu träge und unpräzise. Ohne Joystick gibt's nur Scheitern und man kann das schön gemachte Spiel kaum genießen. Sicher, die Animationen sind aus heutiger Sicht schwammig und klobig, aber es steckt viel Mühe drin und gerade für Star Wars Fans, und ich bin einer, ist es ein sehr würdiges Spiel, das den Filmen treu bleibt. Ich hab's jedenfalls immer sehr genossen. Jedenfalls zu einer Zeit, in der ich noch einen Joystick hatte. Nicht schlecht, aber in Sachen Design und vor allem in Sachen Schwierigkeitsgrad finde ich den zweiten Teil um Längen besser. Super für den Amiga ist ein Spiel von der Sorte, bei der man sich fragt, wieso der Macher seine Spieler so derart gehasst hat. Oder wieso er so zynisch war. Die Schwierigkeit und der Frustfaktor sind schließlich echt ein Hammer. So, da muss ich diese Methode noch so zu Ende programmieren und hier noch eine Variable reinsetzen und fertig ist diese erste Version des Spiels. Dabei ist es noch nicht mal so, dass das Spiel eine gute Herausforderung wäre. Es ist zum einen Teil einfach nur ungerecht schwer, zum anderen langweilig wie Sau. Mal verwandeln sich getötete Gegner in Spiegel, die das Feuer reflektieren, mal verwandeln sich Gegner in unausweichbare Flatterpunkte. Ne, sind wir ehrlich, die Tatsache, dass ich hier so extrem versage, liegt nicht daran, dass ich keinen Joystick besitze. Relativ langweiliger und frustrierender Shooter, auf jeden Fall kein Muss. Warp stammt aus dem deutschen Hause Talion, das für qualitativ hochwertige Spiele gefürchtet war. Auch Warp ist ein gelungener Titel, der vor allem ein gutes Spielprinzip hat. Man steuert ein Raumschiff durch einen großen 2D-Level. Auf jedem Planeten muss man erst einige Kraftwerke zerstören, um letzten Endes durch einen Warp-Tunnel zum nächsten Planeten zu gelangen. Unterstützend hat man an manchen Stellen Karten, Energiedepots und so weiter. Neben umfangreichen Labyrinthsuchen und Erforschungen der Welten muss man nämlich auch die Energie für Antrieb, Schilde und zwei Waffensysteme klug verwalten. Der Schwierigkeitsgrad ist nahezu perfekt ausbalanciert und die Level sind super abwechslungsreich.
Vor allem hervorheben muss man die Hintergrundmusik von Jochen Hippel, der später unter anderem auch die Klänge für die Turrican-Serie und Amberstar bereitstellte und den Warp-Soundtrack mit zarten 18 Jahren schrieb. Davor ziehe ich respektvoll meinen Hut. Die große Schwäche ist die Vielzahl an Bugs. Das Spiel ist oft abgestürzt oder zeigt gewüste Grafikfehler, was aber dem Gesamtspaß und der wunderbaren Präsentation nur ganz leicht Abbruch tat. Warp ist ein cooles Crossover aus Labyrinth-Abenteuer und Weltraumshooter. Es ist klasse ausbalanciert, sehr gut gemacht, insgesamt einfach gelungen. Zum Schluss noch Lamaturn. Lamaturn lässt sich eigentlich nicht beschreiben, man muss es irgendwie erlebt haben. Es ist eines der vielen Lama-Spiele aus der Spielefabrik des Briten Jeff Minter. Diese Spiele waren alle schon extrem verrückt, aber Lamaturn ist echt brutaler Scheiß. Ich will's mal so verdeutlichen. Also, das bin ich, wenn ich nicht Lamaturn spiele, und das bin ich, wenn ich Lamaturn spiele. Es ist bunt, es ist laut, es löst Epilepsie und einen Instant-Gehirn-Shutdown aus. Aber das Kranke hieran ist, es macht saumäßig Spaß. Es wird später sauschwer und man sollte auch hierfür einen Joystick besitzen. Aber auf eine extrem kranke Art und Weise macht das Spiel einfach nur saumäßig Laune und besitzt nahezu schon Suchtpotenzial. Ich hab's immer wieder ausgekramt und wenn ich es mal angefangen habe, spiele ich es immer bis zum bitteren Game Over durch. Lamaturn. Ja, Lamaturn ist echt krass. So, das war's auch schon wieder. Wir treten wieder in die Erdatmosphäre ein. Ich hoffe, ihr nehmt was mit. Ich hoffe, ihr könnt einige der Gedanken aus diesem Review... Ach, vergesst das. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.